Das Wort hat der Vorsitzende der Münchner Europakonferenz, Bundesminister Dr. Theo Weigel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss Ingo Friedrich gleich korrigieren. Ich bin nicht Bundesminister, sondern Bundesminister AD. Es gibt amtierende Bundesminister, es gibt designierte Bundesminister und wie gesagt, ich bin jedenfalls der am längsten amtierende Bundesfinanzminister und das wird mir auch Wolfgang Schäuble nicht mehr abnehmen. Ich habe ihm, als er sich entschieden hat, Bundestagspräsident zu werden, sofort angerufen und ihm 2 Flaschen Wein gespendet. Als er mir den Schuldenrekord abgenommen hat, habe ich ihm Weißwein gespendet. Jetzt bekommt er 2 Flaschen Rotburgunder, weil ich ihm dafür sehr dankbar bin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen. Es ist uns, den Verantwortlichen der Europakonferenz, eine große Ehre, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Ich begrüße die Präsidenten von Staaten, von Parlamenten, von Institutionen, von religiösen Gemeinschaften. Ich begrüße die Hoheiten und Exzellenzen, Minister und Abgeordnete, Verleger, Verlegerinnen, Publizisten, Vorstände und Aufsichtsräte und die Vorsitzenden jeweils der Gremien, die Vertreter der Wissenschaft und der Bildung. Und ich begrüße mit besonderer Freude seine Exzellenz, den Präsidenten von Bulgarien, Borisov, und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Sie sind nicht nur Ministerpräsident Ihres Landes, sondern Sie sind Präsident der Europäischen Union. Und auf Sie, Sie nehmen erstmals die Präsidentschaft für Ihr Land wahr und Sie haben schon gesagt, worauf Sie den Schwerpunkt legen, nämlich Sicherheit und Stabilität und auch die EU-Perspektive der Westbalkanländer, ein ganz wichtiges Thema für die Europäische Union. Ich begrüße dann Frau Staatsminister Dr. Beate Merk, Europaministerin des Freistaates, mit einer in Brüssel unabdingbaren Vertretung. Heute Nachmittag hat es ein Vertreter der Wirtschaft glatt gewagt zu sagen, es genügte eine Vertretung von Deutschland in Brüssel. Und dann auf die Frage, was machen wir dann mit unserer herrlichen Vertretung, am besten gelegen, schlossähnlich, also fast wie Neuschwanstein, der Hinweis, das könnte man dann ja dem Bund schenken, eine unvorstellbare Möglichkeit für einen bayerischen Politiker. Mein herzlicher Gruß gilt François Villeroy de Gallo, Gouverneur der Banque de France. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich habe versucht, einen Telefonkontakt zu bekommen und innerhalb von wenigen Stunden war er selber am Apparat. Lieber Altmaier, das geht bei der Bundesregierung nicht so schnell, um das also auch mal klar zu sagen. Aber ich fand das toll, Herr Präsident, und Sie haben sofort zugesagt. Villeroy de Gallo ist 1959 in Straßburg geboren, hat lothringische und saarländische Wurzeln, eine reiche politische Erfahrung. Es hat mich sehr beeindruckt, dass Sie bei meinem ersten französischen Kollegen bei Pierre Bérégoire schon als Berater tätig waren. Ich habe Bérégoire sehr geschätzt. Wir hatten interessante Zusammenkünfte. Und am 24. und 25. August waren wir zusammen auf dem Tegernsee, haben eine Bootsfahrt gemacht. Ich habe eine kleine bayerische Kapelle dafür engagiert. Und bei gutem bayerischen Tegernseebier und bei Weißwürsten und Leberkäse sind wir uns auch, was die Währungsunion anbelangt, näher gekommen. Und damals hat Karl Otto Pöhl, ich kann mich noch gut erinnern, gesagt,
lass es uns beginnen, ich bin mit dabei. Und dann habe ich noch gelesen, dass sie auch bei einem weiteren Kollegen, den ich hatte, bei Dominik Strauss-Kahn tätig waren. Da kann ich mich noch an eine Geschichte erinnern, und zwar, als er zum ersten Mal in den Ministerrat kam, in den ECOFIN, erklärte er, er könne dem Stabilitätspakt nicht zustimmen. Wir hatten das aber vorher verabredet mit seinem Vorgänger Arthuis. Und ich habe ihm gesagt, ja, lieber Dominik, ich fand es übrigens auch fabelhaft, dass er wie Sie mit den Deutschen Deutsch sprach. Ich, der ich leider nicht Französisch kann, habe das immer als sehr, sehr beeindruckend empfunden. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, lieber Dominik, warum bist du dagegen? Sagt er, ja, weil wir in der Kampagne zugesagt haben, gegen den Stabilitätspakt zu sein. Und jetzt muss ich das einhalten. Ich habe ihm gesagt, ja, warum habt ihr das gemacht? Seine Antwort, weil wir nicht geglaubt haben, dass wir gewinnen. Dann habe ich gewusst, wir brauchen jetzt einige Zeit. Und dann kam mein Vorschlag, könnten wir das Ganze nicht Stabilitäts- und Wachstumspakt nennen? Dann sagt er, jetzt kann ich damit einverstanden sein. Wir haben dann eine Passage eingeflochten, aber sonst sind wir bei den Kriterien völlig gleich geblieben. Das ist meine Erfahrung an Dominik Strauss-Kahn. Ja, herzlichen Dank für Ihr Kommen und, lieber Herr Präsident, dass Sie Ihr Referat in deutscher Sprache machen. Es gibt ja beachtlich viele französische Politiker, auch Ihr Finanzminister Bruno Le Maire spricht ausgezeichnet Deutsch. Wir wissen das zu schätzen. Und dann begrüße ich natürlich mit großer Herzlichkeit Bundesminister Peter Altmaier, der amtierende amtierender Bundesfinanz- und Kanzleramtsminister, etwas, was es in der Geschichte der Republik auch noch nie gegeben hat, und designierter Bundeswirtschaftsminister. Ein politisches und sprachliches Multitalent. Man muss sich einmal vorstellen, beide Staatsexamen in Jura gemacht und dann Wehrdienst, Beamter in der EU, Bundestag, Justiziar der Fraktion, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, parlamentarischer Geschäftsführer, dann Bundesminister für Umwelt und Kanzleramt seit 2013. Sicher das Schönste, was man sich vorstellen kann, neben Angela Merkel tätig sein zu dürfen. Aber er ist nicht nur ein Multitalent politisch, sondern er spricht Deutsch, Französisch, Englisch und Niederländisch. Fehlt noch was, lieber Peter Altmaier? Jedenfalls, bitte? Saarländisch, das ist heute schon die Amtssprache am Tisch bei uns, gell? Weil wir sind eine sehr stark saarländisch geordnete Gesellschaft heute. Leider, lieber Peter Altmaier, sind Sie nicht Doppelminister, wie es Helmut Schmidt eine Zeit lang war, für Finanzen und Wirtschaft. Er hat nämlich damals in der Zeit Geld und Kredit aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wo es bis 1972 war, in das Bundesfinanzministerium herübergeholt. Und wenn ich ihn getroffen habe, habe ihn oft in Hamburg besucht, war er immer noch stolz auf dieses Bubenstück, womit das Finanzministerium entscheidend aufgewertet wurde. Und nur so konnten Ludwig Erhard und auch Karl Schiller und auch Helmut Schmidt diese starke Bedeutung entfachen. Schade, dass bayerische Politiker, die später die Chance gehabt hätten, Finanzminister zu werden, das nicht rechtzeitig gemerkt haben. Ich habe es gemerkt und gern ausgeübt. Vor mir hat es leider auch Franz Josef Strauß 1982 nicht realisiert. Er hätte nämlich sonst mindestens so viel Auslandsreisen machen können wie Hans-Dietrich Genscher. Lieber Peter Altmaier, ich lade Sie für den 18. Juni dieses Jahres nach Seeg ein, zu Ihrem 60. Geburtstag.
Ich habe das gelesen und habe erfahren, dass etwa 9 Monate vor ihrer Geburt ihre Eltern in Sieg Urlaub gemacht haben. Und sie sind auf die Welt gekommen, 1 Jahr früher als meine Frau Irene, und wir könnten gemeinsam dann einen Geburtstag feiern. Sie sind jedenfalls herzlich eingeladen. Meine Damen und Herren, 2017 war, glaube ich, ein insgesamt gutes Jahr für Europa. Die Populisten und Nationalisten haben nicht gesiegt. Die Konjunktur in ganz Europa läuft gut. Die Arbeitslosenzahlen sinken, Gott sei Dank, vor allen Dingen auch die Jugendarbeitslosigkeit geht zurück. Auch die Staatsdefizite gehen zurück und Frankreich, Herr Präsident, wird nach langer Zeit unter 3% sein. 4 Hilfsprogramme, darauf hat Klaus Regling heute Nachmittag schon hingewiesen, waren erfolgreich. Irland, Portugal, Spanien, Zypern, was viel zu wenig in der deutschen Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wird. Und auch Griechenland bewegt sich auf einem positiven Pfad, noch längst nicht am Ziel, aber immerhin zum ersten Mal einen Überschuss im Haushalt, nicht nur einen Primärüberschuss von 0,75%. Das, meine Damen und Herren, lässt, wie ich meine, positive Hoffnungen zu. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Brexit, Flüchtlingsproblematik und Stabilisierung der Eurozone. Und wir müssen aus den Vorschlägen von Kommission, Rat und Präsident Macron ein stimmiges Konzept gemeinsam entwickeln. Das wird nicht einfach sein, aber das ist uns auch in den 70er, 80er und 90er Jahren gelungen. Warum sollte es jetzt nicht gelingen? Und es ist unabdingbar, wie es heute Nachmittag auch Joe Kaeser gesagt hat, angesichts der Situation in Amerika, in Russland, in China, Indien und anderen aufstrebenden Volkswirtschaften. Und da wird es höchste Zeit, dass Deutschland handlungsfähig wird und dass Deutschland mit der Bildung einer neuen Regierung in Europa wieder handlungsfähig, stärker handlungsfähig ist. Übrigens, ich habe ausgerechnet, Herr Altmaier, Sie sollten noch bis zum 15. März durchhalten, weil Sie dann einen anderen Saarländer, der auch mal Finanzminister war, Oskar Lafontaine, an Dienstagen überholen würden. Er kommt auf 113 Tage, Sie würden dann auf 114 kommen und bei mir waren es 3577. Also insofern habe ich keine Angst, dass zu meinen Lebzeiten mich noch jemand überholt. Wir werden oft gefragt, wo sind Projekte für Europa? Lassen Sie mich es ganz knapp und kursorisch zusammenfassen. Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit bei Verteidigung und Sicherheit. Zweitens, ein Bündnis für Entwicklungshilfe in ganz Europa. Wenn man den Marshallplan von Gerd Müller mit der Expertise von Horst Köhler verbindet, dann glaube ich, könnten wir dort, wo die Flüchtlingsursachen sind, etwas Entscheidendes gemeinsam leisten. Mehr Investitionen auch in Deutschland. Herr Präsident Villeroy, darüber haben wir uns neulich mal unterhalten. Auch unsere Nettoinvestitionsquote in Deutschland ist zu niedrig. Und ein ganz wichtiger Punkt wäre die Harmonisierung von Unternehmens-, Steuer- und Insolvenzrecht, um da voranzukommen. Dann lässt sich auch über eine begrenzte Fiskalkapazität ohne Schuldenvergemeinschaftung rückzahlbar, wie ich meine, reden. Aber es müssten auch die Strukturreformen in ganz Europa, vor allen Dingen in den Krisenländern, weiter durchgeführt werden. Und dann eine Antiterrorpolitik gemeinsam angedacht und ein harmonisiertes Asylrecht, das wäre etwas ganz Wichtiges. Und dann lassen Sie mich das aussprechen, was mir so am Herzen liegt. Solange in einigen Ländern Europas
20, 30, 40% der Jugendlichen keine Arbeit oder keine richtige Ausbildung haben, wird es uns nicht gelingen, eine große Europabegeisterung in den Ländern zu generieren. Und da würde ich wirklich glauben, dass wir Ausbildungszentren bräuchten, dass Exportindustrien und Exportbetriebe gemeinsam mit Bundesregierung und Kommission etwas tun sollten, um da zu weiteren Fortschritten zu kommen. Und dann bräuchten wir, und das sage ich vor allen Dingen an die Adresse der bayerischen Europaministerin, ein Subsidiaritätsprogramm. Ich höre so viel davon, dass also Subsidiarität mit Leben erfüllt werden soll. Ich höre, dass jetzt bei Jean-Claude Juncker eine Taskgroup arbeitet, um das mit Leben zu erfüllen. Das wäre doch mal ein Punkt für die bayerische Staatsregierung, gemeinsam vielleicht mit der anderen, ein oder anderen föderal eingestellten Landesregierung in Deutschland, mal auf 100 oder 150 Punkte festzusetzen, was nicht unbedingt in Europa geklärt und gelenkt werden muss. Also, ich finde es wunderbar, wenn in Füssen ein Waldlehrpfad errichtet wird. Aber es muss nicht unbedingt ein europäisches Projekt sein. Das könnte auch der bayerische Landwirtschaftsminister gemeinsam mit dem bayerischen Wirtschaftsminister machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wären nur so ein paar Punkte, weil wir unsere Konferenz überschrieben haben mit der Überschrift Neue Ideen für Europa. Wenn wir das, was nicht alles neue Ideen sind, zur Stabilisierung Europas und vor allen Dingen der Währungsunion aufgreifen würden, dann hätten wir, glaube ich, ein gutes Programm für die künftigen Jahre. Vielen Dank.